Ach ja, 8 Energiepunkte, wenn man die nur wirklich bekommen würde. Bob, nichts bekommen. Ja, das ist leider der Bug beim Tagesplaner. Ah, oh, heute wird es ein Buch geben, nur heute. Dadurch, dass ich ja jetzt hier Levi Nachhilfe gebe, kann ich nicht. Ach man, das machen die doch mit Absicht, oder? Was gibt's hier heute? Naja, die Energiepunkte. Gut, dann hole ich mir jetzt als erstes Energiepunkte, indem ich Stevie füttere. Die bekommt man nämlich wenigstens. Und dann. Warte mal, wo ist Stevie denn? Stevie ist weiter hier hinten. Stevie! Stevie! Stevie? Wo bist du, Stevie? Stevie? Bist du da? So, komm, dann fütter ich dich mal eben und vielleicht kann ich irgendwann dann noch die Orgreen-Fest beenden. Ja, komm, schnapp's dir. Also bei mir ist jetzt inzwischen immer noch Donnerstag, Mittagspause. Wobei ich die Mittagspause jetzt extra so früh wie möglich gemacht habe. Dann geht's gleich wieder an die Arbeit und wenn ich zurückkomme, geht's dann direkt auch wieder weiter. So viel zum Thema, ich mache jetzt längere Folgen im Hauptevent. Toll. Ja, die bekomme ich jetzt auch. Und wo ich ja dann auch noch Punkte bekomme, das ist in meinem Schlafzimmer. Die hole ich mir natürlich auch Speed. So, für eine gepflegte 3-Stunden-Aufgabe sollten die Energiepunkte jetzt reichen. Und ja, jetzt kommt wahrscheinlich eine 8-Stunden-Aufgabe. Hier gibt es nichts zu sehen. Ich trinke nur ein Butterbier, während ich etwas von meinem schwarzen Markt erkaufe. Überhaupt nichts zu sehen. Weitergehen! Die drei Besen sind der perfekte Ort, um sich nach einem langen Tag als Scherzartikelverkäufer bei Zonko zu entspannen. Was wollt ihr trinken und wann kommst du zur Nebenquest, bei der es um mich geht? Ach, nee, ich gehe jetzt einmal hier. Ihr braucht Nachhilfe. Hier sind wir wieder mal in den drei Besenbild. Genau wie damals, als wir dich nach deinem Schulabschluss überrascht haben. Damals haben wir uns wirklich prächtig amüsiert, Cody. Aber ich habe das Gefühl, dass wir heute nicht hier sind, um eine Party zu feiern. Da hast du recht. Das ist Levi. Ich helfe ihm dabei, seinen Traum zu verwirklichen und ein Fluchbrecher zu werden. Und ich dachte mir, dass du ihm vielleicht auch helfen möchtest. Natürlich, ich werde tun, was ich kann, Cody. Das ist schon aufregend. Ich kann es kaum glauben, dass ich hier sitze und Ratschläge nicht von einem, sondern gleich von zwei großartigen Fluchbrechern bekomme. Und trotzdem ist es so, Levi. Ich bin ein großer Fan Ihrer Arbeit, Mr. Weasley. Bitte, nenne mich Bill. Wenn ich fragen darf, wann haben Sie ursprünglich beschlossen, ein Fluchbrecher zu werden, Mr. Bill? Ob du es glaubst oder nicht, Cody hat mir dabei geholfen, meine Karriere als Fluchbrecher auszuwählen. Und ich fand es schon immer spannend. Man kann viel über das Leben als Fluchbrecher sagen, aber es wird niemals langweilig. Nun, das kann man wohl sagen. Was ist mit dir, Cody? Was gefällt dir am besten an deinem Leben als Fluchbrecher? Die Aufregung natürlich. Es ist ja so aufregend. Genau wie du, Bill. Ich liebe die Aufregung und den Nervenkitzel bei jedem neuen Abenteuer als Fluchbrecher. Für diesen Job braucht man blitzschnelle Reflexe und muss absolut furchtlos sein. Zum Glück hast du diese Eigenschaften, Cody. Danke, Bill. Es bedeutet mir eine Menge, das von dir zu hören. Nun, es ist die Wahrheit, aber ich weiß, dass du nicht hier bist, um dir Komplimente abzuholen, Cody. Du bist hier, um mich um Hilfe zu bitten. Also, was hattest du dir vorgestellt? Wir hatten uns gefragt, ob wir dich bei deiner nächsten Mission als Fluchbrecher für Krangles begleiten dürfen. Es wäre sehr hilfreich für Levi, einen professionellen Fluchbrecher in Aktion zu erleben. Oh, ich hätte kein Problem damit, etwas Begleitung auf meine nächste Mission mitzunehmen. Aber das ist eine ernste Angelegenheit und ich kann nicht einfach irgendjemand mitnehmen. Wir beide kennen uns gut, Cody. Aber Levi und ich haben uns gerade erst kennengelernt, obwohl wir im selben Haus sind. Erzähl mir, warum sollte ich zustimmen, dass ihr beide mich begleiten dürft? Bitte, Bill, erlaube uns, dich davon zu überzeugen, dass wir ausgezeichnete Begleiter für deine nächste Mission sein werden. Ach, das Nemi-Event ist aber erstaunlich nett, was Energiepunkte anbelangt. Licodi und ich haben schon jede Menge Nachforschungen über die Fluchbrecherei angestellt. Ich habe schon jede Menge Erfahrung als Fluchbrecher aus den verwunschenen Verliesen. Wie wär's mit einer Runde Butterbier? Ja, Butterbier klingt jetzt echt gut. Wenn ich euch beide mitnehmen soll, muss ich mir sicher sein, dass ihr aus den richtigen Gründen dabei seid und nicht, dass Ragpick sich als Leviosa-Kind verkleidet hat. Ich habe größten Respekt vor Ihnen, Mr. Weasley, und ich bin nicht Ragpick. Es wäre wirklich das Größte für mich, euch zwei Fluchbrecher in Aktion zu erleben. Ich liebe es, anderen zu helfen, und genau darum geht es doch bei der Fluchbrecherei. Levi mag noch kein großartiger Fluchbrecher sein, aber jeder hat mal klein angefangen und konnte nicht mal Wingardium Leviosa. Ich möchte Levi unbedingt helfen, seinen Traum zu verwirklichen und Fluchbrecher zu werden.
Ich habe über eure Argumente nachgedacht, warum ich euch auf meine nächste Mission mitnehmen sollte, und ihr habt mich davon überzeugt, dass Levi trotz seiner Unerfahrenheit das Herz am richtigen Platz hat. Und wenn es dir wirklich so viel bedeutet, Cody, dann dürft ihr mitkommen, aber unter einer Bedingung. Welche Bedingung, Bill? Wie gesagt, die Fluchbrecherei ist eine ernste Angelegenheit und wenn wir auf einer Mission sind, steht eine Menge auf dem Spiel. Wenn du es wirklich ernst damit meinst, dass du Fluchbrecher werden willst, Levi, dann musst du dir darüber im Klaren sein, was das bedeutet. Und dafür musst du dich mit den guten und den schlechten Seiten des Jobs vertraut machen. Bill hat recht, Levi. Bevor wir dich auf eine echte Mission als Fluchbrecher mitnehmen können, musst du dir absolut sicher sein, dass du die Gefahren kennst, die dich erwarten können. Was für Art von Gefahren, Cody? Ich glaube, ich kenne genau die richtige Person, um dir klarzumachen, wovon Bill und ich reden, Levi. Jemand, der von einem mächtigen, dunklen Fluch betroffen war. Pennys Schwester, Beatrice Haywood. Beatrice Haywood? Ist das nicht das Mädchen, das in einem Porträt eingesperrt war, als wir im 5. Jahr waren? Ja, ihr beide solltet mit Beatrice sprechen, damit sich Levi aus erster Hand davon überzeugen kann, wie es ist, verflucht zu werden. Und wenn Levi danach immer noch überzeugt ist, dann könnt ihr beide zu Gringles kommen und mir Bescheid sagen. Okay, Bill, das klingt nach einem guten Plan. Los, Levi, wenn du bereit bist, können wir uns mit Beatrice treffen. Ach, sie erwartet uns auch direkt und ich habe ja noch ein paar Energiepunkte. Das heißt, ich fange jetzt einfach mal direkt auch an. Hallo, Peeves! Auch das ist ja nett, dass du auch noch einen Energiepunkt für mich hast und da ist auch noch einer. Und dann gehen wir mal da rein. So. Ach, sie ist ja immer noch mit Ismella befreundet, vergesse ich immer. Versuche es noch einmal, Beatrice, und dieses Mal mit Gefühl. Desogio! Als ob jetzt die Statue lange Vorderzähne bekommt. Was soll denn Saugio auf eine Statue? Pass auf, Cody, beinahe hättest du zwei riesengroße Vorderzähne abgekriegt. Das ist nicht lustig, Ismilda. Jemand hätte verletzt werden können. Also, siehst du, Levi, wir haben dir gesagt, dass das Leben als Fluchbrecher manchmal gefährlich sein kann. Ja, das sehe ich, Cody Bailey, aber es ist auch sehr aufregend. Es tut mir leid, Cody. Ich wollte dich nicht erschrecken. Dich und... Ist das Leviosa-Kind? Bitte nenn mich nicht so. Cody und das Leviosa-Kind sind jetzt Freunde. Haha, das ist ja urkomisch. Sein Name ist Levi und ich habe ihn unter meine Fittiche genommen, weil er Fluchbrecher werden möchte. Okay, schön für dich, Levi. Aber was hat das mit uns zu tun? Bevor wir auf eine gefährliche Mission mit Bill Weasley gehen, dachte ich mir, dass er dich kennenlernen sollte, Beatrice. Ach ja, und warum ist das so? Du warst von einem Fluch betroffen und in einem Gemälde eingesperrt. Levi kann eine Menge von dir lernen. Wenn es dir nichts ausmacht, würde ich gerne mehr über deine Erfahrung hören, Beatrice. Das kann ich mir vorstellen. Alle wollen immer nur darüber reden. Aber warum sollte ich dir davon erzählen? Vielleicht fühlt es sich gut an, darüber zu reden, was du durchgemacht hast für dich und für Levi. Ich schäme mich nicht dafür, was passiert ist. Ich bin stolz darauf, was ich durchgemacht habe und auf die Person, die ich dadurch geworden bin. Ich hasse es nur, von allen ständig nur als Opfer gesehen zu werden. Ich sehe dich nicht als Opfer. Ich weiß und ich weiß es zu schätzen, Cody. Okay, wir können darüber reden, was passiert ist. Aber nur, wenn du versprichst, nicht gleich total gefühlsduselig zu werden. Ach, hier ist eine 3-Stunden-Aufgabe. Naja. Dann, ich kann mir nicht vorstellen, wie es gewesen sein muss, in dem Porträt festzustecken. Dann fange ich das jetzt an und komme dann nach der Mittagspause wieder mit mehr Energiepunkten. Es fühlt sich seltsam, es hat sich seltsam angefühlt, zuzusehen, wie das Leben ohne mich weiterging. Nicht nach der Mittagspause, sondern... Ich gehe jetzt erst an die Arbeit und komme danach wieder und dann dürfen die 3 Stunden noch nicht vorbei sein, hoffe ich mal. Wenn ich dort gewesen wäre, hätte ich versucht, dich zu retten, Beatrice. Als ich verflucht wurde, habe ich mich für immer verändert. Beatrice muss keine eurer Fragen beantworten, wenn sie keine Lust dazu hat. Ich würde sehr gern mehr darüber hören, was ihr zugestanden ist, Beatrice. Ich sagte, sie muss keine Fragen beantworten. Wenn Ragpick versucht hätte, mich in ein Porträt anzusperren, hätte ich den Saugeo auf sie gezaubert. Ich habe mich so hilflos gefühlt, als ich in dem Gemälde eingesperrt war. Ich wünschte es niemandem, verflucht zu werden. Nicht einmal Ragpick. Okay, das will was heißen. Oh. Also Levi, nachdem du dir Beatrices grässliche Geschichte darüber angehört hast, wie sie verflucht wurde, wie fühlst du dich? Es war bestimmt total furchtbar, in dem Porträt eingesperrt zu sein, Beatrice. Es tut mir leid, was du durchgemacht hast. Es war schrecklich, aber ich habe es überlebt und bin seitdem viel stärker. Das wissen wir, Beatrice. Das mag sein, aber außer dir sieht das scheinbar niemand. Alle sehen in mir nur jemand, der einen Knacks hat. So geht es mir auch. Jeder sieht nur einen kleinen Teil von mir. Sie sehen die eine Sache, in der ich nicht gut bin und nicht meine Stärken. Und genau darum bin ich fest entschlossen, mich als Fluchbrecher zu beweisen.
Dann solltest du das auch tun, Levi, und lass dir von niemandem das Gegenteil einreden. Bist du dir sicher, dass du das wirklich möchtest, Levi? Auch nachdem du von den Gefahren gehört hast, die dich möglicherweise erwarten? Ich war mir noch nie so sicher, Cody. Bei dem Gespräch mit Beatrice ist mir etwas klar geworden. Ich habe keine Angst davor, verflucht zu werden. Aber ich habe Angst davor, den Rest meines Lebens nur als Leviosa-Kind gesehen zu werden. Das war alles, was ich hören wollte, Levi. Lass uns zu Kringles gehen und mit Bill reden. Dann werden wir drei auf unser erstes Amt als Fluchbrecher gehen. Oh, Teil 1 schon abgeschlossen. Ja, ich will das nicht lesen. Das ist immer blöd, wenn die da was verraten, was nicht verraten werden sollte. Ja, gut. Ich jetzt. Ja, und da muss ich jetzt wieder warten. 4 Stunden, typisch. Ja, und 4 Stunden fängt der Horse Day an. Das heißt, ich komme zu spät zum Horse Day. Danke. Aber ich will ja wissen, was Bill bei Kringles vorhat.